Ja, ich bin der Jan-Erik, ich bin 25 Jahre alt, ich komme aus Mittelhessen und bin jetzt auf dem Weg ins dritte Jahr meiner Selbstständigkeit. Und ja, ich mache hauptsächlich Filme und Videos und ab und zu fotografiere ich tatsächlich auch mal. Hallo, auch mal ein bisschen fotografieren ist auch gut für die Thumbnails oder wenn die Kunden ein paar Making-of-Fotos haben wollen für Social Media, dann macht der Jan das auch natürlich. Richtig. Jawohl, erzähl mal vielleicht gerne, wie kam denn der Weg generell zur Kamera? Also, du hast ja wahrscheinlich nicht gedacht oder bist ja nicht einfach zu Saturn gegangen, hast dir Kamera geholt, sondern wie kam denn dieser Gedanke überhaupt? Das hat angefangen während meinem Studium damals, Social Media Systems hieß das. Und da habe ich gedacht, wenn ich schon so in die Richtung gehe, dann brauche ich auch eigentlich mal ein bisschen Social Media Auftritt. Habe mir dann meinen Instagram-Kanal gemacht und dann tatsächlich einfach mit dem Handy angefangen. Ich glaube, das war ein OnePlus 3T, so in die Richtung. Also ein stinknormales Handy und dann angefangen zu filmen. Dann kam das erste Gimbal dazu. Ja, immer weiter mit dem Handy gedreht und irgendwann habe ich dann halt mal gedacht, ey, jetzt muss mal eine Kamera her. Und das war, glaube ich, dann damals die A6300 von Okay, Sony. bei Sound gelandet. Mensch, wie kam das? Keine Ahnung. Ich glaube, ja, mein Vater hat schon mit Sony fotografiert auch. Und da habe ich mich gar nicht weiter umgeguckt. Habe direkt nach Sony geschaut und die 6300, glaube ich, war sogar auch im Angebot. Jawohl, ist dein Vater auch Fotograf oder Filmmacher oder einfach Hobby? Das war hobbymäßig, einfach so. Aber meinst du, er hat dich so ein bisschen beeinflusst, in die Richtung zu gehen? Könnte sein. Wir hatten früher als Kinder auch immer Camcorder und so Einwegkameras und habe immer damit rumgespielt, immer irgendwelche Sachen gedreht, schon so Nachrichtenshows und sowas. Vielleicht auch deswegen, keine Ahnung. Schreibt Sony Best. Canon, Leute, holt euch Canon. Mit dem Rabattcode JanErikCoop10 kriegt ihr 10% Rabatt. Halt Spaß. Na, alle Kameras sind gut heutzutage. Hast du bisher immer nur mit Sony fotografiert oder hast du schon mal was anderes so getestet? Tatsächlich noch nie irgendwas anderes ausprobiert. Immer bei Sony geblieben. Vielleicht irgendwann, dass ich meine Canon ausprobiere. Keine Jawohl. Ahnung. Übernimmst hier alle Videografen, Sony immer. Muss. Dann, wie kam das Studium? Also hast du dir schon immer gedacht, okay, du möchtest da in diesen Bereich reingehen? Oder war das so, ich weiß nicht, also nach der Schule, keine Ahnung, was soll ich machen? Bist du mit Freunden mitgegangen oder wie kam das? Ich war nach der Schule, nach dem Abi, habe ich erstmal ein bisschen gearbeitet. Einfach stumpf in einem Lager tatsächlich. Und da habe ich mich umgeschaut. Und der Name hat mich sehr angesprochen. Und ja, da bin ich da irgendwie so ein bisschen reingerutscht. Ist nicht ganz so, wie es sich anhört. Also Social Media steht da überhaupt nicht im Vordergrund. Es geht auch Richtung Programmieren und BWL. Aber es hat mir tatsächlich so gut gefallen, dass ich da dann ja, das durchgezogen habe. Sehr geil. Und dann Bachelor hast du ja komplett durch, ne? Bachelor habe ich schon, ja genau. Bin jetzt noch an meinem Master dran. Die Arbeit muss noch geschrieben werden, der Rest ist aber durch. Genau. Meisten machen ja in dem Bereich, auch wenn es jetzt nicht 100% nur Fotografie und Videografie ist, sondern so ein bisschen Medien und drumherum und so auch. Aber meinst du heutzutage, man, das hilft schon? Oder sagst du, okay, eigentlich kannst du jetzt alles selber beibringen und brauchst das eigentlich gar nicht? Wie siehst du das? Also, wenn ich ehrlich bin, das meiste habe ich auf YouTube gelernt, autodidaktisch einfach Sachen mir angeschaut und angeeignet. Im Studium lernt man die Basics, würde ich sagen, aber auf keinen Fall, dass man da irgendwie, ja, wie soll man sagen, dass man da mit arbeiten könnte, würde ich jetzt sagen. Okay. Da muss man es doch noch ein bisschen hinterklemmen selbst. Wie kam dann, dass du gesagt hast, weil theoretisch bist du ja schon hauptberuflich da tätig, ne? Und kannst jetzt theoretisch ja von der Videografie dann eine komplette durchstarten. Warum sagst du dann, du machst jetzt nochmal ein Masterstudium? Also warum hängst du das nochmal mit dran? Ich fand den Master cool. Ich habe auch durch den Bachelor einen Tutor kennengelernt, beziehungsweise einen Prof, der da unterrichtet. Und der hat mir das Ganze mal ein bisschen vorgestellt und ich fand das so cool, weil das geht jetzt wieder dann auch Richtung Redaktion, technische Redaktion. Das war aber ein komplett neues Themengebiet und ich fand das so interessant und war bis jetzt auch keine Fehlentscheidung. Ja, und du willst dich doch später nur Master nennen, gib's doch zu. Das ist natürlich der Hauptgrund. Richtig. Da ganz fett auf der Webseite ganz oben. Genau. Master. Masterstudium beendet. Genau. Ja, aber klar, also irgendwo sieht das natürlich auch gut aus, ne? Wenn man, sag ich mal, irgendwo dann natürlich auch präsentieren kann. Klar, ich habe extrem viele meiner Kunden, die nur autodidaktisch und
theoretisch auch was ganz anderes studiert haben, wo dann gestern einen Job ausgeübt haben, 40 Jahre, und dann die Fotografie dann doch irgendwie ausüben möchten. Die haben gar nichts sozusagen, außer ihre Bilder nachzuweisen. Und wenn man natürlich so, weiß was nicht, ein Bachelor- oder Masterstudium in der Richtung natürlich dann vorgeben kann, zeigt schon so ein bisschen, ja, das reicht das vielleicht noch ein bisschen, ne? Eventuell, ja. Aber ich finde, zu zeigen, was man kann, ist eigentlich immer noch das Beste. Richtig. Ob da jetzt Master steht, ob der Bachelor steht, ist eigentlich gut. Ja, ja. Ja, die Leute lassen sich natürlich von Titeln irgendwie natürlich auch ein bisschen beeinflussen, aber ich kenne gute Fotografen, die eine Ausbildung gemacht haben, beziehungsweise gute Anführungsstrichen, die eine Ausbildung gemacht haben, 40 Jahre fotografiert und machen teilweise schlechtere Bilder in meinen Augen, sagen wir mal, aber sehr subjektiv, als irgendwelche Autodidakten, die seit 2 Jahren erst fotografieren und als YouTube sich selber beigebracht haben. Also nur weil man jetzt was studiert hat oder eine Ausbildung gemacht hat, das heißt jetzt nicht, dass die Person da jetzt besser ist als ja, Person XY. Ne? Also ja. Da gibt es auch extrem, extrem gute Autodidakten. Ja, jetzt halt. Dann gehen wir mal rein. Was sind so die Bereiche, die du am liebsten machst? Wahrscheinlich so in dem Videobereich, wie wir am Anfang gesagt haben. Aber was genau im Videobereich? Was sind so die Themen, was wo dein Herz höher schlägt? Das liegt, glaube ich, immer noch bei Autos. Autos videografieren, fotografieren, das ist immer noch so mein Ding. Damit hat es auch praktisch angefangen und das ziehe ich auch immer noch so durch. Das macht mir am meisten Spaß einfach. Sehr geil. Und natürlich dann auch so Social Media Content machst du, glaube ich, auch von Imagefilmen, ne? Und das ist aber dann so Auto, Social Media, Imagefilme, also alles, was so Bewegtbild in dem Bereich ist, was so, was dir Spaß macht, ne? Auf jeden Fall. Wenn du jetzt, wir gehen mal so ein bisschen in den Bereich der Automobil- oder auch Imagefilme rein. Wenn du jetzt, sag ich mal, so einen Dreh machst, das ist natürlich auch mal ein bisschen unterschiedlich, aber ich sag mal so, was ist so dein Go-To-Kit, was du immer dabei hast? Wenn es um Autos geht, ist ja heutzutage so viel Speedramp am Start, deswegen eigentlich immer ein Gimbal dabei und meistens ein 28-70 oder ein 25-75, so in die Richtung. Bist du flexibel, hast alles dabei, musst nicht so viel rumschleppen. Jawohl, sehr gerne. Wahrscheinlich dann immer schöne Slow-Mo-Aufnahmen, ne, mit dazu und dann... Ja, dann am besten immer 4K60 oder was auch immer, 4K120, dann passt das. Jawohl. Wie sieht's aus, wenn du jetzt, sag ich mal, so einen Imagefilm machst und einen Kunden, dass du mit ihm durcharbeitest, erstellst du mit ihm so ein Storyboard, gehst du mit ihm durch oder gehst du einfach hin in den Laden, sagst moin, ja, was soll ich drehen? Wie läuft das bei dir so ab? Storyboard ist schon sinnvoll, finde ich. Mache ich auch tatsächlich öfters mal. Ist nicht immer gewünscht. Viele haben da auch nicht so unbedingt das Verständnis für, wozu man das brauchen könnte. Aber normalerweise immer Skript, Storyboard, damit man da schon mal durchgehen kann. Damit man auch so Ideen abgleichen kann, die Szenen schon mal einordnen kann. Genau, also ist es schon wichtig, finde ich. Sehr gut. Was war bisher so die schlimmste Erfahrung mit einem Kunden? Was war, wo du sagst, das ist cheap gelaufen? Die schlimmste Erfahrung. Ja, ich glaube, das war ein Fototermin. Das ist auch schon ein bisschen her. Da habe ich noch kein Geld damit verdient, einfach nur getroffen. Und am Ende hieß es dann, ja, schickt mir doch mal die Raws zu und so. Ja, das sieht ziemlich scheiße aus. Sieht aus wie Need for Speed. Da habe ich gedacht, okay. Ja, ab und zu hat man sowas auch mal dabei. Ja, in der Regel die Fälligfuchse, also die wirklich dann kostenfrei ist, ne, TFP oder sowas. Und meistens auch immer die Schwierigen, so die nichts bezahlen, aber trotzdem noch irgendwie 1000 Ansprüche haben. Also immer ganz witzig. Dann von Kick eine Frage: Nutzt ihr eher Festbrennweiten oder eher variable Objektive? Wie sieht es aus, Jan? So Run and Gun bin ich eigentlich immer mit variablen Objektiven unterwegs. Festbrennweiten ganz selten. Oder wenn ich halt eine statische Kamera habe, dann auf jeden Fall eine drauf. Aber sonst bin ich eigentlich gar nicht so der Fan davon, weil man halt immer wechseln muss. Ja, bei mir ist genau andersrum, aber ich bin ja auch ein bisschen mehr im Fotobereich und bei mir ist einfach okay, Liebhaber, ne, und umso, also wenn es eine Festbrennweite ist, hat man in der Regel halt eine lichtstärkere Einstellung und da kriegt man ein besseres Bokeh nochmal hin, aber ja, das ist auch ganz gut so, dann hat jeder so seinen eigenen Interesse, seinen eigenen Stil und daran sollte sich natürlich der Kunde auch orientieren, so wie dein komischer Kunde da, also der hat ja eigentlich mit Sicherheit ja dein Portfolio gesehen und da weiß ja, wie dein Stil in die Richtung geht, ne, und dann zu sagen, das ist alles Need for Speed, also hat er ja vorher gesehen, wie dein Stil ist. Ja, war auch vorher schon Need for Speed, also keine Ahnung.
Egal, dann gehen wir mal in die andere Richtung. Was war bisher die schönste Erfahrung mit einem Kunden? Schönste Erfahrung, ich glaube, das kann man so in den Hochzeitsbereich schieben. Wenn man da Rückmeldung bekommt von den Kunden, das ist eigentlich immer das Beste. Da ist ja viel Emotion auch mit drin und das schwappt dann auch immer über mit den Kommentaren oder Reaktionen dann auf das Video. Und das finde ich, das ist schon ziemlich cool. Jawohl. Hast du schon mal auf der fremden Hochzeit geweint, obwohl du die eigentlich persönlich nicht kanntest? Noch nicht, aber vielleicht auch schon mal kurz davor gewesen. Ja, sehr schön. Ja, ist immer sehr emotional, sehr schön und dann nicht, dass du da mit zitternder Hand dir das Gimbal festhält. War's noch nicht. Sehr gut. Wie willst du dich aktuell in der Fotografie und Film weiter? Ist, wo du sagst, okay, im Studium kriegst du noch ein bisschen was mit oder machst du alles so dann autodidaktisch bei YouTube? Wie holst du dir so dein Wissen? Studium ist ein großer Teil davon. Gerade auch so Richtung Audio habe ich noch mal viel dazugelernt jetzt tatsächlich. Wenn man das von Menschen lernt, die sich damit tagtäglich beschäftigen, da kann man noch mal ein bisschen was mitnehmen. Der Rest ist immer noch YouTube, immer noch Tutorials gucken, ja, einfach seine Kanäle verfolgen und da immer ein bisschen weiterarbeiten. Gibt es coole Kanäle, die du empfehlen kannst, wo du sagen kannst, hey, die sind cool, da kann man vielleicht was lernen, schaut euch die an. Boah, jetzt so auf Anhieb, ganz schwierig. Great E-Days kann ich empfehlen, falls man so ein bisschen Richtung Analogfotografie geht, der macht coole Videos. Ansonsten schwierig. Also es ist bunt gemischt, ich gucke da immer durch, ich gucke auch tatsächlich viele Vorschläge einfach. Ja, das, was mich anspricht. Jawohl. Analog, das überrascht mich jetzt, also ein bisschen analoge Fotografie machst du auch gerne. Habe ich jetzt angefangen, tatsächlich. Eine billige Kamera gekauft auf eBay und ein paar Filme jetzt habe ich angefangen. Das erste Set habe ich auch schon entwickeln lassen. Gefällt mir ziemlich gut, tatsächlich, ja. Ja, geil. Hab ja letzte Woche erst ein Video rausgehauen dazu, analoge Fotografie und warum mich das auch so ein bisschen gepackt hat. Weil, ja, wenn ich das jetzt vor 3 Jahren gehört hätte, hätte ich das auch nicht gedacht. Also, man denkt ja, analoge Fotografie, altbacken und verlorenes Zeitalter braucht man nicht mehr. Alles kannst du wegschmeißen, aber macht schon Spaß. Also, wer da Interesse hat, mal das Video anschauen, da ein bisschen mehr Background-Story, macht auf jeden Fall Laune. Wie sieht's aus mit deinen Objektiven? Bist du aktuell so rundum zufrieden mit denen oder sagst du, es gibt so ein paar, wo du sagst, okay, das würde ich gerne ausbauen oder das fehlt mir noch und das würde mir dann noch mehr Spaß machen? Gibt es da irgendwas, was so eine Aussicht hat? Der Ausbau geht immer bei Objektiven, ist dann immer eine Preisfrage eigentlich. Ich habe jetzt so meine Range zusammengestellt, die ich brauche, aber ja, so ein paar G-Master müssen eigentlich schon noch sein, finde ich. Da würde ich mich dann nochmal drum kümmern irgendwann. Jawohl. Du hast auch vorhin noch das Thema Ton angesprochen durch das Studium. Was für Mikrofone nutzt du aktuell? Ich bin meistens mit einem Sennheiser unterwegs. Ich habe jetzt die genaue Bezeichnung, weiß ich nicht. Also ein Boom-Mikrofon oder halt eben Lavalier-Mikrofone von Rode einfach. Okay. Sehr gut. Ist das von Sennheiser so ein Richtmikrofon oder ist das so ein Einsteck? Nee, das ist ein Richtmikrofon. Falls man mal keinen Bock hat, irgendwie ein Lavalier hier hängen zu haben, so einen Kragen oder so, dann kann man das auf jeden Fall top nutzen. Ansonsten, wenn es um Audioqualität geht, immer Lavalier. Finde ich jetzt bisher immer noch das Beste. Ja. Jawohl. Sehr gut. Dann noch eine Frage von Kickenitz. Nutzt ihr auch alte manuelle Objektive bei Systemkameras? Auf jeden Fall. Ein Helios habe ich mir auch zugelegt. Der Klassiker. Ein altes Sowjet-Objektiv, glaube ich, aus den 70ern oder 80ern. Ist wunderbar. Macht auch viel Bock. Ist halt manuell. Muss mal ein bisschen sich dran gewöhnen, aber das ist echt ein cooles Objektiv. Sehr geil. Dann kommen wir zu den Kameraeinstellungen bei dir. Gibt es so gewisse Einstellungen, mit denen du immer reingehst? Also jetzt sage ich mal, keine Ahnung, Verschlusszeit so viel, ISO so viel und dann tastest du dich dann. Gibt es da irgendwas, wo du immer damit startest? Also ich habe meine Presets auf der Kamera liegen. Das ist einmal 24 FPS, Shutter 48, ISO 640 mache ich. Das ist der Base ISO von der A7 S3. Und dann habe ich da noch, glaube ich, die 4K 60 noch liegen und 4K 120. Aber das meiste spielt sich halt wirklich so in diesem 24 FPS-Bereich. Ja. Ja gut, bist du auch ständig am 4K am Film oder nutzt du andere Bereiche? Nee, eigentlich nur noch 4K. Das macht so viel aus, wenn du dann in der Post-Production noch ein bisschen Flexibilität hast, kannst du mal reinzoomen, kannst du mal, keine Ahnung, den Frame ein bisschen anpassen. Da hört es bei 1080p schon manchmal so ein bisschen auf, finde ich. Deswegen eigentlich immer 4K.
Toll, sehr geil. Ja, für Kunden nehme ich auch alles 4K auf, aber wenn ich das selber mache, zwar die YouTube, meine YouTube-Videos nehme ich alle in Full HD noch auf Ja. und ziehe die aber rein in Adobe und exportiere die aber als 4K-Datei. Das heißt, das Bild wird ein bisschen gestreckt, aber auf dem Handy oder auf dem PC merkst du das nicht. Aber der Vorteil ist, dass YouTube das als 4K-Video ausstrahlt. YouTube mag 4K-Videos heutzutage lieber, das Video performt dadurch ein bisschen besser. Das heißt, du musst es halt nicht in 4K aufnehmen, weil wir haben ja zwei Kameraeinstellungen und dann hast du da am Ende, keine Ahnung, jeweils 30 GB oder sowas pro Videodatei. Und so, wenn du Full HD nur aufnimmst, hast du halt dann nur irgendwie deine 6 oder sowas Gigabyte. Das spart dann schon ordentlich ein, ne? Hast du recht, auf jeden Fall, ja. Wir kennen es ja alle, klar, also es wird natürlich nach einer gewissen Zeit gewisse Sachen gelöscht oder auf externen Festplatten gemacht, aber Speicher ist natürlich bei Videograf-Filmmacher immer so ein bisschen rar, ne? Ja, das ist Mangelware ab und zu, ja. Wie machst du das mit deinen Dateien? Holst du dann immer neue Speicherplätze, Festplatten oder löscht du die dann aktuell? Ich habe mir mal so ein NAS zusammengebaut. Da sitzen zwei große Festplatten drin und da schiebe ich dann immer, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, die Exporte drauf. Teilweise, wenn es die Kunden wünschen, auch mal die Rohdateien noch, dass man da nochmal irgendwie dran kann. Aber ansonsten versuche ich es immer so klein wie möglich zu halten, arbeite dann von SSDs halt runter auf meinen PC und irgendwann dann schiebe ich das auf diesen Server und dann ist gut. Toll, sehr gut. Ja, weil ich glaube, 4K ist jetzt erstmal main to go, ne? Wie, mal gucken, bis wann das irgendwann mit 8K ist oder ob das überhaupt reinkommt. Aber die Dateien werden ja tendenziell eher größer und klar, die Festplatten wachsen auch mit, aber gefühlt nicht so schnell wie den Speicher, den du da benötigst. Da muss auch ab und zu dann mal nachbestellt werden. Richtig. Was erleichtert dir dein Leben als Fotovideograf? Also, es geht jetzt darum, so ein bisschen Tipps so aus Gadgets zu geben, wo die Leute nicht live so drauf kommen. Also nicht wirklich so ein Gimbal oder sowas, sondern etwas vielleicht als Otto Normalverbraucher, was ein Alltagsgegenstand ist, was dir aber in deiner Arbeit unterstützt. Gibt es da etwas? Alltagsgegenstand, als jetzt Hardware eher, oder? Also kann alles sein. Könnte auch eine Software sein, aber etwas, das anders verwendet wird normalerweise oder nicht damit in der Regel zusammengebracht wird. Als Beispiel vielleicht zum Schützen. Ich nehme für die Produktfotos immer gerne Handschuhe, damit ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Produkt habe, das irgendwie nicht mit meinen Fingern so antatsche, damit es halt einfach gut sauber aussieht. Ne? Also sowas in der Richtung. Schwierig, schwierig. Die Oder? Software ja Bescheid tatsächlich. Ja, okay, gibt es dann Software, was nicht, aber so, was nicht jeder Videograf sofort auf den ersten Blick sagt, ja, dann mache ich auch. Weiß ich nicht. Ich zumindest, also die KI von Adobe, den Ton nochmal nachbearbeitet, das ist ein super Gimmick. Ja, ist Das tue gut. ich mittlerweile sehr, sehr oft tatsächlich. Das erleichtert mir unfassbar das Abmischen dann noch am Ende. Ja, das mag ich auch. Also das mache ich tatsächlich auch bei aktuell fast jeder Aufnahme. Zum einen bei den YouTube-Videos, aber auch hier für die Leute, die das jetzt gerade entweder bei YouTube hören oder als Podcast hören gerade. Der Ton, den ihr gerade jetzt hört, der ist auch jetzt schon überarbeitet worden mit der Adobe KI. Ja, das ist cool, ne? Man schiebt einfach die Datei rein und dann hast du dann den Regler, ne? In der Regel ist er bei 90%, kannst du ein bisschen umspielen, was dir am liebsten ist und der Sound klingt in der Regel tausendfach besser als vorher, ne? In der Regel, ja. Ab und zu klappt es ja nicht. Ich finde, da ist ab und zu nochmal so ein englischer Akzent drin. Aber sonst eigentlich die Popsachen. Ja. Was halt auch ganz gut ist, ich hatte mal hier ein Interview bei uns hier im Studio mit meinem Kunden Alexander Schneider. Und der hatte den Lavalier-Mikrofon mit ihm und das war hier ein Knopf hier oben bei ihm dran. Aber der Kopf von dem Mikrofon, der war an seinem End. Und dann dadurch, dass er sich bewegt hat, hat die ganze Zeit so geraschelt und gekratzt am Mikrofon. Und ich hatte dann erstmal, weil das war ja der Hauptton und wir hatten keinen Backup-Ton leider aufgenommen zu dem Zeitpunkt. Und dann hatte ich schon meine Hände über den Kopf geschlagen und gedacht, Scheiße, jetzt haben wir so ein extra hergekommen, ja, wir haben das aufgenommen und dann zusammengeschnitten und jetzt der Ton ist einfach scheiße, kannst nicht gebrauchen. Dann habe ich das durch diese Adobe KI durchgezogen und dann war dieses Kratzen weg. Ja, das ist dann schon geil, wenn du das so retten kannst. Ja, das ist schon geil. Also wer irgendwie Probleme auch so mit Rauschen hat oder sowas mal, zieht das da mal durch. Das kann echt manchmal Leben retten. Auf jeden Fall noch Profi-Tipp für Lavaliere, darfst du niemals hier in diesem Bereich festmachen, sondern eher weiter unten. Dann hast du es immer safe eigentlich. Jawohl, siehst du hier, Jelik? Und was wir jetzt auch mittlerweile auch immer machen, ist, dass wir natürlich den Ton immer checken. Also wir schließen jetzt immer natürlich auch Kopfhörer. Damals waren wir so leicht, glaube ich, gewesen. Ja,
Ton ist dran, was soll passieren, die Kamera sieht ja, das läuft ja schon, ne? Aber im besten Fall immer den Ton gleichzeitig abhören. Und was ich noch empfehlen kann, ist, ich weiß nicht, wie genau es heißt, aber ich bin der Meinung, es heißt Airfly. Das ist ein Dongle, den kannst du an den Mikrofoneingang reinstecken bei der Kamera. Und dann kannst du an deinen Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer, die transferieren lassen von einer Kamera. Das heißt, du musst nicht mit dem Kabel die ganze Zeit so rumlaufen, daran ist nervig nämlich. Also das für alle Videografen, die Ton aufnehmen, Game Changer auf jeden Fall. Das muss ich mir mal anschauen dann. Das muss ja noch. Das ist eigentlich für das Flugzeug eigentlich gedacht gewesen, dass du es, wenn du im Flugzeug bist, reinsteckst und dann kannst du es zum Beispiel mit deinem AirPods oder sowas verbinden, dann musst du nicht diese ewige, sag ich mal, Anführungsstrichen Kopfhörer von der Fluggesellschaft nehmen, sondern kannst halt deine eigenen Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer halt verwenden. Dafür war das eigentlich gebaut. Deswegen heißt es auch Airfly, aber wie man das als Fotograf oder Vibrafer, als Kreativer generell kennt, manchmal missbraucht man ja andere Gegenstände an etwas anders. Aber ist geil, also das hilft auf jeden Fall. Ja. So, dann, wie sieht das aus? Bilder und Videos stark bearbeiten oder eher natürlich lassen? Oder Need for Speed, wie sieht das aus bei dir? Ja, Need for Speed, also immer bearbeiten. Gerade bei Autos finde ich, das gibt nochmal so den letzten Touch. Wenn man die Steinschläge rausmacht, die Felgen nochmal ein bisschen abbearbeitet, alles drum und dran. Um Photoshop komme ich da eigentlich gar nicht drum rum. Und jetzt auch letztens mal so Richtung Architekturfotografie gegangen. Und da kommst du auch irgendwie, du hast mal Sachen da rumstehen, keine Ahnung, eine Kinderrutsche, Kinderspielzeug, das kannst du dann einfach wegmachen. Also immer stark bearbeiten, finde ich. Besser. Jawohl. Wie sieht das aus? Bearbeitest du all deine Sachen, also bist du in der Adobe Welt oder hast du ganz andere Programme? Ich bin beim Branchenstandard Adobe, ja, da bin ich immer unterwegs eigentlich. Weil viele Videografen, Filmmacher schwören ja auf DaVinci, sagen hier, geh weg mit deinem Premiere, das ist auch Schmutz, ich mache das alles mit DaVinci, tausendmal besser, Color Grading, dies, das, wie siehst du das? Ich bin jetzt auch bei DaVinci gelandet, aber nur beim Videoschnitt, also den Rest immer noch Adobe, aber Videoschnitt, du hast alles an einem Platz, das ist, finde ich, tausendmal entspannter als bei Premiere. Auch das Color Grading ist tausendmal entspannter, deswegen bin ich da jetzt bei DaVinci gelandet, ja. Jawohl, also du hast ja jetzt gerade den Wechsel ja vollzogen. Erst hat er lange mit Adobe Premiere gearbeitet. Also du selber sagst auch, ja, DaVinci haut mich schon mehr vom Hocker. Ja, das Programm ist, also da ist viel mehr drin, finde ich. Und du bezahlst halt tatsächlich nur einmal. Auch ein valider Grund, finde ich. Einmal, ich glaube, $269 oder sowas. Und dann bist du da drin, kriegst jedes Mal Updates, hast die neuesten Standards auch. Finde ich super. Danke, klingt ja erstmal ganz gut. Ne? Also für alle Videografen, Filmemacher, schaut euch das mal an. Viele schwärmen mir davon. Wie ist das dann, wenn du halt das dann nutzt? Ich glaube, es gibt aber auch für viele auch einen kostenfreien Einstieg bei DaVinci, bin ich der Meinung, oder? Also dass man dadurch was bezahlen muss. Ja, es gibt DaVinci Free. Das kann man sich einfach so runterladen. Und dann gibt es halt noch DaVinci Studio. Da sind dann nochmal so ein paar mehr Funktionen bei. Genau. Was Reading und so angeht. Also wer das nicht hat, schaut euch mal irgendwie die freie Version an. Klar, da sind natürlich dann weniger Optionen und Einstellungsmöglichkeiten, aber erstmal zum Reinschnuppern, denke ich mal, wird das dem einen oder anderen mal schon mal helfen. Auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Dann kommen wir schon zu den Entweder-Oder-Fragen. Hast du schon mal ein anderes Interview gesehen von mir? Ja, ich habe immer reingeschaut. Soweit bin ich aber noch nicht gekommen. Jawohl, dann kein Problem. Das heißt, ich stelle dir zwei Möglichkeiten vor. Du musst dich für eins entscheiden. Es ist deswegen entweder oder. Und da ist es nicht so, ja, wenn der Kunde das sagen würde, dann würde ich das machen. Oder wenn ich dafür mehr Geld bekommen würde, dann würde ich das machen. Sondern in einer Welt, wo Kunden und Geld keine Rolle spielen. Das, was du lieber machen würdest oder wo du lieber shooten würdest, ja. Und gerne ein bisschen ausformulieren. Frage 1, Tageslicht oder Kunstlicht? Gute Frage. Ich glaube dann wahrscheinlich eher Kunstlicht. Warum? Wenn das Geld keine Rolle spielt, dann kann man sich ja theoretisch jedes nice Licht kaufen. Und dann hat man maximale Einstellungsmöglichkeit. Im Gegensatz zu dem Sonnenlicht, was ja ab und zu mal ein bisschen variiert. Das macht einem öfter mal das Leben schwer, würde ich sagen. Jawohl. Also, was nutzt du aktuell für Lichter? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die sind von Siun. Das sind Molos G200. Ja, Top-Lichter. Ziemlich klein.
200 Watt, im Overboost glaube ich sogar 300 und das passt bei mir eigentlich perfekt. Zwei Stück davon, mehr braucht man nicht. Jawohl, sehr geil. Ich dachte eigentlich, die ganzen Filme machen eben immer dieses Aperture und sowas. Dafür bist du ja Aperture voll ausgerüstet, aber ich bin ja noch nicht so lange dabei. Aperture, das schlägt ein ganz schönes Loch in den Geldbeutel. Also deswegen Erik, Mensch, du hast es doch, ich weiß doch hier. Der Jan Erik, der Masterstudent. Dann gehen wir weiter, analog oder digital? ist jetzt, also vor einem Jahr hätte ich noch gesagt digital, aber jetzt bin ich vielleicht sogar ein bisschen mehr bei analog. Ja, geil. Okay. Cooler aus, finde ich. Du hast das Ergebnis direkt dann auf der Hand, also das heißt direkt nach dem Entwickeln. Und das Foto ist so, wie es ist. Du brauchst es nicht mehr bearbeiten. Das ist einfach, sieht cool aus. Deswegen denk mal analog tatsächlich. Jawollo. Dann Spiegelreflex oder spiegellos? Ja, Spiegelreflex habe ich schon gar nicht mehr. Also habe ich noch nie mitgearbeitet. Deswegen würde ich sagen, spiegellos. Spiegel rausgeschmissen. Jo. Dann im RAW, also Rohformat aufnehmen oder JPEG? Raw, immer Raw. Da JPEG ist so komprimiert, da ist nicht mehr viel rauszuholen und meistens rettet einem Raw noch ein bisschen den Arsch. Sehr gut. Gibt es mal Momente oder ja, Sachen, wo du wirklich mal die in JPEG aufnimmst? Gibst du was? Vielleicht, wenn es ganz fix gehen muss, wenn man noch on-set irgendwie Bilder raushauen will oder sowas, dann könnte ich mir vorstellen, ja, aber habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht. War eigentlich immer noch Zeit zum Bearbeiten, deswegen. Was ich zum Beispiel empfehlen kann, also klar, als Fotograf oder Filmmacher sagt man sowieso alles im Rohformat aufnehmen und alles andere Schmutz und JPEG und sowas. Was ich aber empfehlen kann, ist natürlich, wenn ihr im Urlaub seid, dann sehr gerne im JPEG aufnehmen, weil es einfach ein bisschen Platz spart zum einen. Und man will ja auch jetzt, sage ich mal, aus dem Urlaub nicht alle Bilder tausendfach bearbeiten. Ne? Dann hast du natürlich extrem viel Arbeit. Deswegen bist du mit JPEG einfach schneller. Speicherplatz ist natürlich ein bisschen geringer oder vieles geringer. Und klar, man kann die immer noch ein bisschen bearbeiten. Da ist ein bisschen Information auch da. Kannst du mit Lightroom oder was du da nutzt und ein bisschen was rausholen. Aber es ist auf jeden Fall tausendmal besser als ein Handyfoto. Und natürlich, je nachdem, was für ein Objektiv du hast, natürlich der Look und Bouquet schon ganz geil. Ne? Aber habe ich lange Zeit gemacht, dass ich halt auch alles im Urlaub im Rohformat aufgenommen habe. Aber deine Festplatte ist da voll, musst du dann immer darum kümmern, damit du jedes Bild nachbearbeiten möchtest, du posten willst oder welches du halt haben möchtest für die Familie. Das ist voller Stress. Ja. Urlaub geht ja um Genuss, ne? Wie ist zum Erholen. Ja. Dann schwarz-weiß oder Farbe? Auch wieder schwierig. Ja, wenn also ich habe mir einfach wäre, Jan, dann wollte ich die Frage nicht stellen, aber muss hier. Schwarz-weiß, würde ich sagen. Ich habe jetzt Schwarz-weiß? Schwarz-weiß Film gekauft, finde ich den Look richtig nice. Ja, geil, Mensch, hier. Ganz in eine andere Richtung. Du bist doch Schwarz-Weiß-Fotograf. Ja, und dann kommt man ja immer gesagt, da ist man zu faul zum Color Graden. Deswegen bleibt man. Ja, wenn du jetzt da Vinci schon geholt hast, dann musst du das auch nutzen, ne? Das wäre auch schade. Dann aufwendiges Shooting oder einfacher Aufbau? Aufwendiges Shooting ist sowas wie ja, Setaufbau, Lichter, Kamera, Gimbal, Storyboard und so weiter und so fort. Und einfacher Aufbau ist, ja, stell dich da hin, ja, lass mal ausprobieren, zack, zack, machen wir vielleicht die Tür vom Auto noch auf, ja, geil, und weiter geht's. Was ist dir lieber? Da bin ich bei dem Einfachen eher. Ich finde es immer ein bisschen cooler und ein bisschen authentischer, wenn man das so on the fly macht. Wenn die Leute nicht da sitzen und haben 1000 Lichter im Gesicht, dann sind die auch entspannter. Von daher würde ich sagen, der einfache Aufbau ist meistens für mich auf jeden Fall der bessere. Jawohl. Sehr gut. Dann Foto oder Film? Da würde ich mich dann für Film entscheiden. Jawohl. Was meinst du, macht einen guten Fotografen aus? Oder wie? Klar. Gute Frage auch wieder. Ich würde sagen, zuzuhören. Und wenn es jetzt um Kundenarbeit geht, bestmöglich einfach die zu kommunizieren, wer was haben möchte und das dann auch so umzusetzen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Sehr geil. Wenn du jetzt
komplett neu beginnen würdest und Budget ist aber einfach ein bisschen eng und da muss man gucken und sowas, was wäre, wenn du dir vorstellen kannst, was wäre die erste Kamera, die du holen würdest und was wäre das eine Objektiv, mit dem du erstmal starten würdest? Ich glaube, ich würde zurückgehen auf die A7 III. Das ist für mich immer noch so der beste Budget-Allrounder, den es gibt für Video und Foto. Und dann einfach, das heißt einfach ein teures G-Master drauf, vielleicht auch 24-70 und dann bist du da eigentlich bestens gedient, erstmal. Toll. Dann, was ist die Fotografie bzw. Videografie für dich? Das ist eine Leidenschaft für mich und seit Tag 1, seitdem ich angefangen habe mit dem Handy, ist das einfach mein Lebensbestandteil. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich mache das fast täglich auch für mich und deswegen einfach ein Lebensbestandteil, wie gesagt. Ja, geil. Christian schreibt 28-70, Tamron auch, der Niemen. Auch wunderbar, ja. Habe ich auch noch. Sehr gut. Dann, was würdest du tun, wenn es die Fotografie nicht geben würde? Also Fotografie, Videografie gibt es nicht. Du wachst morgen auf in einer Welt, wo es keine Kameras gibt. Und was würdest du stattdessen machen? Ich glaube, da wäre ich wieder bei meinen Autos unterwegs. Autos schrauben. Das ist dann so das zweite große Hobby. Ja, wärst du dann so ein Kfz-Mechaniker geworden? Safe. Also irgendwas mit Technik, irgendwas mit Schrauben. So in die Richtung. Ja, geil. Selber schraubst du auch so an Autos und bastelst so ein bisschen rum? Früher mehr, jetzt nicht mehr so oft, aber ja, eine eigene Werkstatt mit den Kumpels gehabt, beziehungsweise ist auch immer noch da, aber so viel geschraubt wird jetzt nicht mehr. Ja, geil. Du hast zu viel Need for Speed damals gespielt, ne? Das hat mich beeinflusst irgendwie. Und dann schön tiefer legen, Spoiler dran, fette Folgen. Gewindefahrwerk, Felgen, Folie, das ist so. Grundpaket. Dann Little John oder sowas nochmal hier anmachen in Music und dann jetzt ab. Genau. Und für die Leute, die sagen, hey, der Jan, richtig schnicker Typ, entweder natürlich mal vielleicht mit ihm auf die analoge Reise gehen oder mal einen Imagefilm machen oder, wie kann man dich am besten erreichen? Eigentlich entweder hier auf Instagram bin ich immer am Start oder halt über meine Webseite, da findet man auch meine Handynummer, also sollte passen. Sehr gut. Wie heißt die Webseite? Wie kommt man drauf? Mein Klarnamen entweder, also Jan Erwig Koop, das müsste eigentlich dann das erste Suchergebnis sein, oder halt mein Künstlernamen, sage ich mal, ericssonfoto.de, dann findet man die Seite auch. Sehr gut, dann checkt mal den guten Jan ab und für alle, die es gerade auf YouTube sehen, ich verlinke mal hier ein Video, weil der gute Christian hier die ganze Zeit reingeschrieben hat, weil das letzte Interview von Christian hier, was wir geführt haben. Und ja, mein lieber Jan, dann habe ich soweit alles von meiner Seite durch. Ich bedanke mich jetzt herzlich für den geilen Talk. Wir sehen uns heute Abend beim Live-Call um 18 Uhr. Und dann noch eine gute Zeit bei der Klimaanlage, ne? Danke dir. Ja, ich freue mich auch, dass du später eingeladen hast. Danke dir. Bis später. Ciao, ciao. Ciao. Mach dich zur Stilikone. Yeah. Edmund Rätzelte. Der Weg zum Ruhm und viel mehr. In die Zukunft bereit für ein Kennenlerngespräch. Oh yeah, Erfolg ist mein Name, shoot wie ein Profi, Bilder zum Leben erwecken, Filmemacher, Motivation, Klick auf Edmund Ritzel.de.